Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge hier in Weideburg. Hallo Natsu, wir sind in Weideburg. Ist das nicht krank? Alter, und weißt da du, ist was ja wir uns... Wasser. Wow, dann werde ich jetzt einmal mit der Angel reinlupfen und gucken, was da rauskommt. Wir haben sogar eine Profi-Angel. Hatten wir, glaube ich, letztes Mit der Mal schon Angel gesagt. reinangeln. Wow. Sicher, dass die Encounter sind? Nee, eigentlich sind hier Encounter. Also zumindest 60% Karten. sicher. Ja, sind doch. Das ist Wasser, so, I mean. Könntest nicht Vielleicht angeln, wenn ist da es kein. verseuchtes Wasser. Oh. Ja. Das wäre kritisch. Ja, Plan für heute, wir gucken jetzt einmal hier, was es hier so theoretisch in Weideburg gibt. Und dann gehen wir die Arena erstmal machen. Weil jetzt auf neue Encounter gehen lohnt sich meiner Meinung nach nicht wirklich. Wir haben noch etliches in den Boxen, was wir theoretisch nutzen können. Oh, ein Arbok hätte ich Oh, Lust ein drauf. Arbok. Aber es war glaube ich, Wassertyp, das Arbok. Ja, also so viel Neues schon lohnt sich jetzt nicht. So dumm das klingt, aber da können wir erstmal drauf warten, bis wir vielleicht ein paar Teammitglieder verlieren. Bis wir Ding's jetzt Nachschub nicht. brauchen. Ich ding's hier gar nichts. Außer ein Hornbohrer auf diesem cool. Arbok. Well, das wäre kritisch. Rauhaut. Oh, Rauhaut ist so eine coole Ability. Ich mag das so sehr. So. Ja, okay. Dann eigentlich jetzt hier aber nicht nochmal, weil Arbok hatten wir auch schon ganz am Anfang gesehen. In der Höhle, wo ja. wir Stony geholt hatten. In der Mine. Oh, true. Du kannst ja, während ich in dem Arena-Rätsel scheiter, kannst du ja gucken, ob man hier in Weideburg noch irgendwelche Items oder so abholen kann. Oh. Weil das wird eine Weile dauern in der Wasserarena. Ist die genauso aufgebaut wie in Platin? Hat man da diese komischen Pads, wo man draufstellen muss? Wo man sich ja. draufstellen muss? Ja. Wo das Wasser sich dann steigt und so, ja. Das finde ich ein bisschen anstrengend. Wenn jetzt nicht noch erst Ritual Dirk... Ne, kommt er nicht, okay. Nicht Ritual Dirk. Oh, haben wir... Haben wir Heal-Zeug dabei? Ich kenne nicht. Neun Doch, wir haben noch Kuhmilch, wie sonst was. Oh, 9 Kuhmilch dürfte reichen. Vielleicht gibt der uns hier noch ein Tafel Wasser. Das Meister der Wasser-Pokémon, ich glaube ihm das nicht tatsächlich. Ja doch. Ich glaube, der hat nicht ein Wasser-Pokémon. So. Muss ich den Schwimmreifenjungen besiegen? Nee, oder? Du musst alle besiegen. Ich glaube, bis auf eine Person, ich weiß nicht genau. Letztes Mal, ich habe das beim Cutten mir nochmal angeguckt, weil ich ja auch bei der Kampfarena ziemlich gestruggelt habe. Man hätte nicht alle Trainer Findest besiegen du? Können. Also nicht alle besiegen müssen, den Doch. Oberen Trainer hätte man musst auslassen können. Nein, den oberen hätte man auslassen können. Sich aber bei allen durch, um die Dinger zu verschieben. Ja, aber der obere dreht sich, du hättest den einfach abpassen können. Also, okay. Na gut, dadurch, dass du die meiste Zeit sprintest, drehen sie sich halt eh immer um. Ich hätte die aber trotzdem warten können. Also, man bekommt einen Hyper-Eiler, vor allem einen Hyper-Heiler. Das steckt in der Nähe des Westeingangs. Ein Zauberwasser zur kleinen Landfläche surfen können wir also noch nicht. Mhm. Ein Matschverband, geschenkt, nachdem man jung im Haus nördlich von dem Laden drei Bumi-Formen gezeigt hat. Okay. Drei was gezeigt hat? Der Bumi-Formen. Ah, gut, nein, das machen wir nicht. Nee, wird unwahrscheinlich nicht Bumi sammeln gehen. Das ist unwahrscheinlich, dass wir schaffen, ja. Aber prinzipiell mal, bekommen wir eine Sache. Ich mach Progress. Dank. Die Musik. Ich hab das Gefühl, dass der Matrose hier ein kleiner Creep ist. Nee, Quatsch. Ach, Natsu, by the way, wenn wir ja eh noch dabei sind, gegen Brüder Mike zu kämpfen, der einen Lachpass hat. Was hältst du von einer Knackung? Boah, das ist schön. Ich hab zwar welche da, aber ich brauch sie für Arbeit. Skripiere ich morgen wieder. Bin doch einfach jetzt. Mach doch. Ja. Yeah. Bin heute auf Arbeit. Also, ich hab gestern so gedacht, ja, okay. Nehme ich mir ein Energy mit, hat schon welche eingepackt, dann hab ich sie weggestellt. Dachte so, nee, schaffst du auch ohne. Hab's nicht geschafft. Ich hab dazu mal noch ein Stück weiter gestellt. Ist für leise? Weiß ich nicht. Werde ich sehen, wenn ich das Video schneide. Ich hab's nur gesagt, weil das Spiel halt kurz pausiert wurde. Achso.
Und ich finde, die Leute sollten ein Anrecht darauf haben, zu wissen, warum das Spiel pausiert war. Für 2 Sekunden. Rauscutten können, easy. Das Problem ist, das merken die doch. Nein, Quatsch. Ach, krass. Och, komm schon, Lapras. Och, Alter. Also für den einen Angriff, den es nicht genutzt hat, hätte es auch einfach früher umfallen können. Bro. Der Angriff war ja noch richtig. Tausend EP, boah. Das gönnt man sich. Och nö. Oh, shit. Können wir auch switchen? Nee. Hat es Wegsperre gehabt? Hoffe nicht. Ich weiß, dass wir es in der Höhle gesehen hatten, wo wir auch das Megane gesehen hatten, aber ich weiß nicht mehr, wo. Ja. Also, was für ein Typ das hatte. Ich weiß auch nicht. Stony hat Hornbohrer, easy. Ja, und Philotine immer noch, glaube ich. Das weiß ich nicht. Ja, dürfte nichts Neues gelernt haben. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, dass der Gigas in Platin war wirklich Level 1. In Diamant und Perl ist es Level 70. Oh nein, es setzt Übernahme ein. Oh fuck. Fehlt das jetzt trotzdem? Ich weiß es nicht. Nein. Puh. Ach nee, tut's nicht. Alter! Scheiße! Stony lebt ein bisschen gefährlich mit seinen K.O.-Attacken, habe ich das Gefühl. Ein Quatsch. Nein, Das wäre so ironisch, wenn Stony an einem Hornbohrer stirbt. Ja. Das Problem ist, da ist unser größter Tank raus. Unser größter Tank, was Spezialverteidigung angeht, auf jeden Fall. Er ist trotzdem unser größter Tank. Also von der Körpergröße her auf jeden Fall. Auch. Ich weiß gar nicht, ob TikToker wie krass er in der Normalverteidigung ist. Aber gefühlt ist Stony einfach OP. Ich glaube, TikToker hat die Rüste von normaler Verteidigung. Aber ich muss die wirklich besiegen. Ach nö, hier ist eine Schwester. Egal, wir prügeln sie auch einfach noch. Wahrscheinlich, wir verprügeln ihre Pokémon. Nicht das Kind. Nee. Dazu, du hast das sonst immer falsch gemacht. Oh. So. Scheiße. Da müsste ich mich mal das ganz kurz vorspawnen. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal so einen Kratzer halt bekomme. Wie geht's mir seit 5 Wochen oder so? Ich hab das Gefühl, das Roserade wird kein Feuerpegel überleben. Doch. Oh nein, nicht der Solarstrahl. Nein. Es absorbiert Sonnenlicht in einem geschlossenen Gebäude. Viel Spaß dabei, Roserade. Ja, hat ja gut funktioniert, habe ich recht? Naja. Schon wieder 1000 EP, lol. Oh nein, das möchte ich nicht töten. Och nö. So ein schöner. Ah, das ist so süß. Lieb's. So ein schöner Sprite. Rot. Ja, wahrscheinlich. Aber keine Sorge, Blackmon spürt den Schmerz erst, ich glaube, einen Tag später oder so, was steht in einem Pokédex. Ein Tag. Das ist einfach zertreten. Ja, aber das merkt es erst in einem Tag. Das merkt es wahrscheinlich nicht mehr. Musst du nicht besiegen. Außer du willst das Geld haben. Ich will sowas von das Geld die haben. Die EP sind mir egal, ich glaube, wir sind sowieso ein bisschen zu hoch gelevelt. Champion Jasmin, oh. Nein, Brian, nein! Du Hund! Einfach Seiten geswitcht. Das ist frech. Mein Sturm. Yeah. Gut. That's a lot of damage. Jetzt hat er auch seinen Brian verloren. In einem Paralleluniversum macht er jetzt einfach einen Zusammenschnitt davon, welche schönen Momente er mit Brian hatte. Ja, wahrscheinlich. Ach, das wahrscheinlich nicht viele, wenn er einfach nur aus Wasser gestarrt hat. Wer weiß, vielleicht war er auch gerade einfach die letzten 5 Minuten nur im Wasser starren und wir kamen so mit, yo, dein Geld bitte. Oh, das war nicht sehr effektiv. Oh, ja. Wie Pandia brennt. Okay. Hauptsache verbrennen. Guck mal dazu, das Thema hatten wir ja vor 1-2 Parts. So kannst du dir das vorstellen bei dem Pandir. Stell dir vor, die roten Stellen sind die, die halt diese leichten Verbrennungen sind durch den Stab. Ja, die Sache ist halt aber, es wurde gerade gesagt, Pandir brennt, nicht wurde verbrannt. Ist das, wie ist der actually wirklich am Brennen?
Das ist sein Problem. Rennt da so ein, taumelt so ein Panier rum mit dem Flammen. Hilfe! Rettet mich. Oh, oh nein, Gott. Nicht ein Hubbelo. Ich hab das Gefühl, er hat nicht das beste Team zusammengestellt. Also außer Brian. Das ist, der Brian ist eh super. Das ist tot. Hm. Traurig. Fast. Digga, ja. EBI, what? Oh, okay. Oh nein, oh, die Hitzewelle. Die haben wir doch das schon haben wir doch eh schon gerade. Aber auch. Ich hasse das. Das war's. Können wir kurz aufhören, so bezweifeln, dasselbe zu denken? Nein. 699 IP. Für einen Hubbelup. Guck mal. Weltweit Nummer 1 zu sein bedeutet scheinbar gar nichts. Das finde ich ziemlich witzig, dass er das sagt, weil er den Champion-Titel bekommen hat. Weil aber in irgendeiner random Wasser-Arena rumhocken. Steht da so der Pokémon-Champion vor dem Arena-Leiter. Yo, hey. Arbeit jetzt für dich, Bro. Okay, das Problem ist, meine Strategie blind nach vorne rennen funktioniert nicht mehr. Ich versuche blind nach hinten zu rennen. Hier ist wie Chris an den. Nee, ich bin Profi. Hier ist wie Chris an den, die ganz struggelt. Ich bin Profi, pass auf, ich renne jetzt nämlich hier hoch. Dann klatsche ich noch schnell um. Dann drücke ich auf das Blaue, dann geht das ganz hoch. Dann habe ich den einen Anglerboy da noch und dann sind wir schon bei Arena-Leiter. Ich muss sagen, bis jetzt fand ich die Kampf-Arena am besten. Ja. Ich freue mich so auf die Eis-Arena, du wirst doch verzweifeln. Wie gesagt, ich bin auf die von Platin gewöhnt. Platin finde ich die sehr viel angenehmer gemacht. Wie gesagt, wie es ist, du wirst doch verzweifeln. In der Eis-Arena. Du hast jetzt gekommen bis dahin. Aber ich hoffe so sehr, dass wir bis dahin kommen. Einfach weil ich wär's so dran verzweifelt. Hab ich ja schon gecallt, dass das dann. Puh. Dass das dann die XXL-Folge wird. Ja. Wir werden allein das Folgenlimit für die Arena kurz brauchen. Krank, oder? Jamie einfach gerittert, macht ja gar keinen Sinn. Falls jetzt hätten wir Liquid geboostet. Ich hab so Angst. Soll die eigentlich so? Denkst du, sie schafft noch einen Quapo? Das hilft. Ja, ja. Angst habe ich trotzdem. Ja. Das wird ein Volltreffer. Das war ein Volltreffer. Bitte. Alter. Also wirklich offensiv ist dieses Pokémon mittlerweile nicht mehr zu schlagen, aber auf der Defensive ist es. Ja, Erschlossum. Ach, aus. Also, mein Erschlossum war schon sick. Hm? Also, Erschlossum ist schon sick. Offensiv angeht. Ja, ja, das stimmt. Was macht man gegen Slimer nochmal am besten? Was war Slimer für ein Typ? Ich habe keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, was Slimer für ein Typ ist, aber wir jetzt schon 20 Jahre. Ja, aber es ist einfach gewonnen. Nee, wir haben oft einfach Hallo? Was fällt dir ein? Ich. Das muss bestraft werden. Hallo! Reicht doch. Du hast recht. Komm, Erschlossen. Hau rein. In Tränen. Ja. Yeah. Liebe ist, wie lange sind diese KP droppen, ey, wirklich. Wenn wir mal einen Hetera vom Typ nochmal mit einem Nahkampf angreifen auf Level 100? Bitte. Mhm, ganz sicher. mit wenig mehr nach vorne. Ich würde Stony nach vorne fangen. Oh. Für den Arena-Leiter auch. Weil dann bekommen wir direkt doppelte Moneten. Ich wollte gerade sagen, allein wegen Geld. Ja. Geld regiert die Welt. Oh ja. Ja. Wie war das nochmal mit, du weißt nicht mehr, ob du einen Vertrag unterschrieben hast und weißt nicht mehr, ob du Lohn kriegst? Oh, und Barty, das riecht nach einem Hornbohrer. Oh nein. Doch. Genauso riecht es. Siehst du? Komm schon, Stony. Das ist dein Moment. Komm schon. Keine Wirkung, du Affenkind. Au. Liest du eigentlich, was passiert? Nein, tue ich nicht.
Ist ja keine Kokombe schon. Ich hoffe einfach, dass draufhauen wirkt. Was erwartest du von mir? Nein, nicht das Nachspiel. Geben. Was ist denn Nachspiel jetzt schon wieder? Ist das das mit den AP? Weiß ich nicht. Also ja, ist das AP-Dings. Ja, dann hauen wir ihn einfach mit Eissturm kaputt. Wieso hat der Typ eigentlich nur ein Pokémon als letzter Trainer in der Arena? Ich meine, er ist Level 26, aber trotzdem. Auch schön, wie das noch macht. Ein Nachspiel. Alter. Nein, das wird 20 Nachspiele haben, was wir hier machen. Dazu bist du sicher, dass wir es töten wollen. Ja. Okay. Was ja gut. Das ist ziemliche Überzeugung, die ich da höre. Ja, was kaputt. Oh nein, alle AP verloren. Nein. Riese. Jetzt haben wir nur noch K.O.-Attacken und Örschläge. Die ganze Arena nur mit K.O.-Attacken besiegen. Das ist mein Lieblings-Challenge. Wir haben noch einen Äther. Er hat nur die von Eissturm verloren, glaube ich. Ja, trotzdem haben wir noch einen Äther. Der braucht doch keinen Eissturm für den Arena-Leiter. Ach, bestimmt. Haben wir das Scheitern am Ende. Wenn es daran scheitert, dann haben wir trotzdem noch 6 Pokémon im PC. Ja gut, ja. Nee. Also wenn alle sterben, ist natürlich trotzdem der Run vorbei. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass es daran nicht scheitern wird. Dass es wenigstens eine überlebt. Ja. Ich habe hoffen, dass... Stehen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe auf das wenigstens Ashboss für mich abkratzt. Ich weiß nicht, ob das möglich ist an dem Punkt. Panekon, was war denn das? Nekon. Ach, das Vieh. Nekon. Oh nein. Karin, Alter, bis jetzt. Oh oh. Hornbohrer. Ach komm schon. Hornbohrer, ja! Ja! Diesen Kokon zerbohrt. Du willst dich in ein besseres Leben entwickeln. Nein! Was ist das für ein Arena-Leiter? What the fuck? Knacklion? Ich mag Knacklion, aber. Elotine. Wie war das gerade in der Arena-Leiter mit K.O.-Attacken zerbersten? Oh, Junge, in Platin ist ja so viel Angst, beziehungsweise in einer Nicht-Randomizer. Das ist ja echt krank. Wie jetzt schon wieder? Ich nehm's zurück. Warum hast du schon wieder ein Pike, ja? Ich geh jetzt zurück. Warum ist das schwächer als Knacklion? Ich weiß es nicht. Guillotine. Ach Mann. Nicht der Schnapper. Nein, nicht Schnapper. Das ist ein schlimmer Arena-Kampf. Ja, Mann. Ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen angsterflößender, bin ich ehrlich. I did was it. Was zur Hölle? Was ein Kampf. Stone steht alles. Da einfach bloß so dieses Meme, weißt du, wo der Typ im Garten steht und alle so wegslippt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das war gerade Stony mit dem Arena-Leiter. Ich will nochmal kämpfen, ja, das hat bestimmt mega Spaß gemacht an seiner Stelle. Mit Sicherheit. Hat nichts gemacht, er hat so ihre Puppe rausgeworfen und einfach umgebracht. Nein, stimmt gar nicht. Sein Pike hat einmal Schnapper eingesetzt und sein erstes Pokémon einmal einen Drachen gekürzt. Stimmt. Wow, auf und was kriegen cool. Wir? TM55 hatten wir schon. Was war denn das? War das? Noch ein Hornbohrer. Aber schön. Wie er die Erklärung von Lake einfach einsetzt. Nicht alles spricht. Ich finde es eher passend, dass wir das genau von diesem Arena-Leiter bekommen. Wir haben ihn nur mit K.O.-Attacken gekillt. Aber es gibt ja uns eine K.O.-Attacke. Vor allem habe ich es noch gejinxt. Junge. Das war ein dummer Kampf. Ich fand es super. Nein, wir sind jetzt runter. Da stand noch der eine Typ am Großmann. Ja, da stand einer. Könnt ihr mal kurz anlabern, ich weiß nicht mehr genau, wie der jetzt der Verlauf von der Story war. Hä, hey, wie, du hast das nicht zu 100% im Kopf? Ah, sorry. Wofür bezahle ich dich überhaupt? Bezahlst mich gar nicht. Psst. Nur so als ob. Nee. Musst das nicht verleugnen. Nö.
Oh, ein Glibunkel. Hat man noch das. Ja, Gift in diesem Wenn Run. du aber nicht bezahlt, nehmen die einfach diese Statue, schmeißt die jemand hinterher, vergiftet. Oh, wir können Superbälle kaufen dazu. Ja. Davon nehme ich erstmal 10 Stück mit, weil dann kriegen wir einen Premierball. Und Oh, kriegen wir noch nicht. 32.000. Ja, seitdem Stony halt das Glücksrauchding hat. Ja. Beziehungsweise seitdem Brian es hatte. Hagelt's Geld endlich mal. True. Es hagelt Geld, wie Brian's oft aber das schon Vermächtnis. hagelt. Ja. Ja, dann würde ich halt den Rüppeltypen noch kurz anquatschen. Vielleicht hat der ja endlich mal ein Pokémon mit einer One-Hit-Attacke, was uns One-Hit. Das ist bitte, nicht jinxen. Der Run ist viel zu smooth. Der kann von mir aus erstmal 5 Viecher One-Hitten. Wenden wir jetzt zum Großmoor. Du hast Was ist gelauscht, dein deiner mich Problem? gar nicht. Wieso? So guckt jetzt den Baum an und redet mit sich selbst. Mag es nicht mehr zu folgen, weißt du, Miau. was wir tun? Wir folgen ihm. Irgendwie ihm etwa. Hi. Ey, warum bleibt er so random vor diesem Teil stehen? Was ist mit ihm? Digga, Warum er ist lauert ein 5 Meter Tierdorfer gerannt. damit? Folge mir nicht. Och, geh Oh weg. nein. Der Nervige. Vor allem, wir haben ganz gegen Arena gekämpft. So, ja, ich will jetzt auch gucken, wie stark du bist. Ja. Mitchboy Dirk. Hat dir so Du mitgewonnen. klein. Wir können ihm auch einfach nicht ins Gesicht sagen, dass wir gerade einen Rüffel verfolgen, der irgendwas von irgendeinem wichtigen Paket gelabert hat. Dafür kriegt Bro, er einen wir Bonbon, jagen oder? gerade eine Verbrecherorganisation. Wie wär's, wenn du nicht abwachst? Oh, Scheinwerfer. Oh, das ist ja hell. Ja, ist ja auch ein Scheinwerfer. Boah. Ich liebe es, wie es doch nicht keinen Schaden von Schiffsjahrangriffen bekommt. Das ist so Weißt unglaublich. du, jetzt sind sie da so, ja, ich kämpfe jetzt gegen dich, ich werde dich besiegen. Und nicht Diktator, ja, sowieso, was willst du? Stony steht so da. Hä? Wie? Hm. Hornbohrer. Stony Smash. Smash. Oh nein. Hetaira. Oh. Was war Hytera für ein Typ? Geist? Sehe ich nicht. One-Hit, weil Nee. wir es gewonnen haben. Finde ich ein bisschen gefährlich an der Stelle. Guck mal schnell in eine alte Folge rein, was das für ein Typ war. Mach mal dazu. Ja, okay. Oh Gott, Horta, oh Oh, oh nee, nee. nicht Horta, Alter. Doch einfach Gene einsetzen. Doch, Porter kann bis zu 3 hochgehen. ja, ich weiß. Ich habe ihn doch aber eben schon verwirrt. Jetzt, und Ja, den jetzt Schärfer kann hack er ich ihn kaputt. trotzdem oder nicht? Achso. Siehst du? Wow, Das krank. war Schaden an der Stelle. Der Bike den ich auch bewegt, oder? Ich glaube 2-3 Pixel. Yeah, ein Volltreffer. Darauf habe ich vorher. Oh. Weil, ob du es wusstest oder nicht, bei einem Volltreffer werden die Doch jetzt positiven, die, ich weiß. genau, die positiven Statusveränderungen werden ignoriert. Das weiß ich mittlerweile Oh schon. nein, nicht sein Ich Quapussi. actually auch nicht, aber mittlerweile weiß ich es auch. Wusstest du es nicht und mittlerweile weißt du es. Das klingt ja ziemlich gut. Damals wusste ich es nicht. Jetzt Damals, als mittlerweile bin ich ich hier schwach gebildet. war. Ich nicht Du und competitive gespielt gebildet. habe, boost. Daher. Mal. Ach, hör doch auf zu tauchen, was soll das denn? Ich sehe fast so, als würdest du unser Wasser-Pokémon herausfordern. Oh, das ist eine schlechte Idee. Ja, ich glaube auch. Aber das war seine Entscheidung. Tja, da hat das Blendpulver gewirkt. Das erste Mal in diesem Run, glaube ich. Ja, achso, stimmt. Stimmt, das ist ja der Blindpulver. Ich weiß nicht, wie hoch die Chance dafür ist, dass das wirklich irgendwie was bringt. Weiß es nicht. Vielleicht hat doch, ist es auch einfach so daneben gegangen. Also nicht. Taucher? Hat das einen 90er oder eine 100er Genauigkeit? Keine Ahnung. Also, was Genauigkeiten angeht, I don't know. Kann aber sein, dass Taucher nicht 100% war. Glaube nicht. Gleißendes Sonnenlicht.
Ja. Ich nehme seine Psychologie. Ja. Fontaine würde ich sagen. Nee, Fontaine. Ich spreche es immer Fontaine aus. Jedes Mal. Es heißt aber Fontaine. Nein. Ich immer noch, wo etwas das Zeug rausschießt. Aus ihrem Kopf. Wie bei Vylord macht Sinn. Aber weiß nicht, was Ashes Plan ist. Weiß ich doch nicht. Solange wir One-Hits machen, ist mir das egal. Never change a running system, habe ich mal gehört. Oh, und Heat, hat er schon letztes Mal Heat dran gehabt? Nein. Sein Team ändert sich jedes Mal, bis auf das Kapuzzi, weil das sein Starter war. Stimmt. Und hallo, durchsuchst du. Hast du einen Polizeibefehl? Also Durchsuchungsbefehl? Was soll das denn? Ich safe hatte das Heat dran aus dieser einen Nerdhöhle mitgenommen. Ja, ja. Das war zwar Maniac-Höhle, aber das war eigentlich total dasselbe. Och nö, nicht Schnapper. Jetzt wird das wieder so ein Ash Bros im Schnapper-Fight wie mit dem Pike hier. Oh, by the way, ich werde jetzt, sobald wir die Attacke ausgewählt haben, werde ich mal probieren, den DS zuzuklappen mit dieser Taste. Ich habe nämlich geguckt, ob die. Also, eigentlich dürfte ich die Tastenbelegung geändert haben. Ja, das passiert nicht mehr, wenn ich drauf komme. Das heißt, ja. Ihr werdet nicht mehr gejumpscared. Weder du noch die Zuschauer. Am Ende wird so gedrückt, einfach Aufnahme beendet. Gelöscht. Ups. Alle Aufnahmen einfach gelöscht, genau. PC einfach formatiert. Ja. 120! Ich muss gerade zwei Level gemacht in dem Fight. Ich glaube. Hey, yeah! Yeah, ich hab wieder verloren, ha! Ja, deswegen versuche ich es trotzdem weiter. Ich hasse ihn so unglaublich toll. Ich weiß, ich fühl's. Dann kommt Ash Blossom mal ganz weit hin, dann muss ich ihn anstellen, was sie da werden. Also entweder war das gerade bei dir Wind oder du hast ins Mikro gepustet. Ist Wind. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, jetzt startet er auch ins Wasser. Mach den Eren aus Attack on Titan. Ich werde also hinter ihm stehen. Sollte gleich so ein Seil oder so. Okay. Ich habe eher daran gedacht, dass wir das halt um seinen Hals werfen und dann von hinten ziehen. Ja, ich weiß schon, worauf die Auswahl ist. Das ist halt ein bisschen lautloser, vor allem weil da direkt der Angler daneben stand. Achso, aber so ein Messer, was du verstecken kannst, ist unauffälliger als so ein Seil, was du auf den Hals legst und dann damit erdrosselst. Ja, dann schreit er am Ende noch rum, weil er Schmerzen hat. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, er macht auch Geräusche, wenn du ihn erdrosselst. Hab da erfahren. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Okay. Joke, Bro, okay. Joke. By the way, hier hätten wir auch noch reingehen können. Hier kann man doppelt mit. Und nur tagsüber. Kann ein paar Doppelkämpfe machen. Oh. Hey, ist das nicht nur tagsüber? Ist mir oder egal. Oder ist das nur abends? Wir machen es eh nicht. Also, ich würde es an sich machen, aber wir sind so schon ein bisschen overlevelt und wir sollten das Spiel nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen können. Ich finde es übrigens toll, wie selbstverständlich dieser Typ ist. Ja, ich er hat weiß. Literally gerade gesagt, warum renne ich überhaupt? Ich immer so, Junge, dann renn doch nicht. Meine Pokémon werden es dir zeigen. Ich glaube nicht, dass er irgendwas Besseres als einen Zickzack dabei hat. Mach's doch einfach gleich am Anfang. Ganz am Anfang und lass es einfach. Developer Joe. Ah, Kindbomb. Das hat nix. Hornbohrer. No. Denkst du, der Witz wird mittlerweile... Ein okay, wenn du schon die Konzentration auf Hornbohrer legt, ja, hat die ja viel gebracht, oder? Oh Mann. Meine Pokémon werden es dir zeigen. Stony kommt aus dem Ball, hebt seinen Arm. Er hatte nur eins. Ballert ihn weg. Meine hat auch nur eins. Meine Pokémon, also mein ja. Eines. Du weißt schon. Digga, was für harter Kampf. Du hast einen Hornbohrer kassiert und bist umgefallen. Gut, das finde ich aber cool gemacht, dass sie ihn wirklich langsamer laufen lassen, von wegen, er ist kaputt. Oh. Cynthia! Geil, Leute. Warum regst du das nicht eigentlich? Hm? Das ist eigentlich Cynthias Plan, die läuft durch die Region, irgendeiner Evil Organization,
denke so, ja, ein Kind macht das schon. Warum macht die das nicht? Ich weiß nicht, ich glaube, es sind ja halt andere Probleme. Ja, welche denn? Ein Knackrack fangen. Ich glaube, das hat sie bis dahin schon. Na, das kann sein. Ach nein, Enton ist wieder oben da. So, lass mich mal kurz gucken. Also Großmoor, Weideburg. Ach nee, wir können auch jetzt unten links langlaufen und uns die eine Route angucken. Dann würde ich sagen, laufen wir. Du kannst auf Fahrrad fahren, denk dran. Yeah. Danke. Ich würde aber tatsächlich sagen, dann machen wir hier Schluss und sehen uns das nächste Mal bei der Route da wieder. Also links von Weideburg die Route. Ja. Okay, dann waren. Sehr einfacher Arena-Leiter-Fight, einfacher als ich gedacht habe. Ja, viel einfacher. Ja, es war halt einfach nur One-Hit-Attacken und dann haben wir eine One-Hit-Attacke geschenkt bekommen. Ich bin sehr verlockt, den zweiten Hornbohrer Mew beizubringen. Aber ich finde, weil das unser eines der legendäres Pokémon mal in der Fernsehen geben sollte. Richtig. Okay, dann sehen wir beim nächsten Mal, wie es mit dem Team weitergeht. Ciao, ciao. Tschüss.